Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen heute wieder ein neues Video in alter Frische. Und heute gibt es eine Runde Mario Kart. Ja, fühlt sich absolut ungewohnt an mit einem Controller in der Hand. Um ehrlich zu sein, habe ich irgendwie 3 Wochen lang keinen Controller mehr in der Hand gehabt. Einmal, um mit Danny ein bisschen Worm zu zocken, das war es dann aber auch mal wieder. Fühlt sich sehr ungewohnt an, wollen wir es mal so sagen. Ich werde ein bisschen online fahren, werde euch ein bisschen erzählen, warum momentan kein Mario Kart kommt. Werde euch erzählen, wie momentan meine Lebenslage so ist und ja, schauen wir mal. Ich würde sagen, let's go. So, Freunde, let's go. Erste Runde. Es fühlt sich unheimlich ungewohnt an, den Controller in der Hand zu haben. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal mehr, wo man Gas gibt. Auf A, glaube ich, war das. So, kriegen wir einen guten Start hin. Wahrscheinlich abgewürgt. Ne, guter Start ist da. So, ja, ihr habt vielleicht mitbekommen, dass momentan nichts mehr mit der Crew kommt. Das hat mehrere Gründe. Ich kann euch aber, um das Thema recht schnell abzuhaken, denn eigentlich habe ich keine Lust, jetzt hier eine halbe Stunde drüber zu reden. Es wird erstmal in naher Zukunft nichts mehr mit der Crew kommen. Also zumindest nicht Mario Kart. Es sei denn, Mario Kart entscheidet sich dazu oder Nintendo, dem Spiel hier nochmal ein paar neue DLCs zu verleihen. Aber ansonsten kann ich euch... Ja, moin, endlich mal ein Geschenk. Ansonsten kann ich euch sagen, ist der Hauptgrund, warum wir hier nicht mehr zusammen am Game sind und keine Sonntagsfolge mehr kommen, da uns das Spiel einfach nicht turnt. Am Anfang, wir waren alle sehr gehypt, haben aber, glaube ich, ein bisschen... ja, einfach vergessen, aus den Augen gelassen, dass es eigentlich nur ein Remake ist und kein neues Spiel. Ja, und dementsprechend war die Enttäuschung dann groß, denn hier gefühlt irgendwie das 10.000. Mal irgendwie, keine Ahnung, die Karten zu fahren und so. Also, Mario Kart kann man sich schon noch geben, so ist es nicht, aber es ist halt nicht so, dass wir uns auch mal so private getroffen haben und das mal gezockt haben, weil, also, zumindest ich, Danny... Horny, wir haben alle gar keinen Bock eigentlich auf das Spiel, Digga. Also, so vom Lustfaktor her, ne? Ja. Und sollten wir irgendwann mal wieder Mario Kart 8 aufnehmen mit der Crew, dann werde ich dieses Spiel nicht auf der Switch zocken. Denn ich sage euch ganz ehrlich, ich finde es im Vergleich zu der Version von der Wii schlechter. Von der Geschenkeverteilung, bla 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 bla. Aber ist auch scheißegal. Ich fahre hier einen soliden 10, man kennt ihn. Und ich werde mit Sicherheit keine guten Geschenke bekommen. Die hätte ich aber bekommen auf der Wii U. So, jetzt hier 2 Geschenke aufkrampfen, mal mitnehmen. So, was haben wir da? Oh, okay. Ja, moin. Anscheinend will mich Mario Kart zurückhaben hier. Eine Rakete, die vielleicht noch mal ein paar Platzierungen gut macht. Vielleicht ist sie auch nicht so kurz. Ja, das können wir noch mal. Ja, den haben wir noch mal. Oh ja, gut. Och, ja, ja gut, ich habe nichts gesagt. Soliden Lifestyle-Platz. Ich bin's, Tim. Naja, damit ist das Thema abgehakt. Es kommt erstmal nicht mehr irgendwie eine Sonntagsfolge mit der Crew. Zumindest nicht in Mario Kart, müssen wir mal schauen. Ich würde sagen, neue Runde. Solider 4. Platz auf jeden Fall. G steht für Gönn. Gutes Fahren setzt sich am Ende der Runde durch. Neue Runde, neues Glück. So, Freunde, neue Runde, neues Glück. Eine Runde Cheap Cheap auf ganz entspannt. Ich habe mir überlegt... vielleicht lade ich jetzt Sonntag doch eine Folge Mario Kart hoch, aber nicht mit der Crew, vielleicht nur mit Solution, mal schauen. Auf jeden Fall lade ich Sonntag eine Folge Mario Kart hoch für die Ehrenbrüder unter euch. Und momentan, wie mein Leben momentan ist, ich kann es euch sagen, ich zock weder Call of Duty, ich zock kein FIFA. Das Einzige, was ich momentan zocke, ist Players, also PUBG. PUBG, sowas richtig. Der eine mag's, der andere nicht. Aber ich hab... Du Wurms. Ich hab lange nicht mehr dieses Feeling gehabt bei einem Spiel. Das letzte Mal hatte ich das, glaube ich, so extrem bei MW2. Der eine mag das Spiel, der andere nicht. Der andere zockt es selber, der andere kann es nicht selber zocken, weil er keinen PC hat. Aber letztendlich, ich habe es immer wieder gesagt und klar, es ist hier mein Job. Aber Freunde, ich habe das immer nur gemacht, weil ich einfach ein Zocker bin. Weil ich einfach gerne zock. Und klar, ich verdiene damit mein Geld. Habe jetzt Verpflichtungen, habe Angestellte, habe eine eigene Firma. Muss Steuern zahlen, muss mich um Sachen kümmern, um die ich mich hätte nie... sonst kümmern müssen. Das ist Segen und Fluch zur gleichen Zeit. Weil glaubt mir, es passiert auch im Hintergrund echt viel Scheiße. Medienanstalt.
Aber da rede ich dann eigentlich nicht so oft drüber, weil ich es einfach erledigt haben will und meine Ruhe haben will. Aber was ich euch damit sagen will, ist, dass ich eigentlich nur ein Zocker bin, so wie ihr da draußen auch. Oder der größte Teil von euch. Ich bin eigentlich nur ein Zocker. Bloß das Problem ist und war, die letzten Jahre, gerade COD-technisch, waren keine Spieler am Start, die mich richtig gehypt haben, wie ein altes MW2, wie ein altes MW3. Players Unknowns, PUBG, so sage ich es jetzt lieber, PUBG. Das bin ich hier. Das ist PUBG. Und das macht so mit mir. Und es fühlt sich gut an. Neue Runde. Neues Glück. So, Freunde. Neue Runde, neues Glück. Ja, jetzt macht mir gerade, also jetzt habe ich eigentlich auch Bock auf ein paar Runden. Mario Kart, so ist es nicht. Aber es ist halt wirklich nicht so, dass ich sage, oh, das könnte ich jetzt irgendwie. Also, guck mal, wir haben es jetzt 18 Uhr auf dem Mittwoch, wo ich das Video aufnehme. Eigentlich warten gerade die aktiven Spritzer auf dem Video auf dem Hauptkanal, Digga, aber keine Zeit. Denn ich bin seit um 10:45 wach, 11 Uhr, glaube ich, bin ich aufgestanden. War bis 3 Uhr natürlich auch wieder wach. Und seitdem habe ich PlayersUnknown's Battleground gezockt und habe noch ein Video geschnitten für den Zweitkanal. Das war so das, was ich bis jetzt heute gemacht habe. Noch ein bisschen Haushalt gemacht, mehr aber dann auch nicht. Das ist nicht normal. Das Spiel hat in mir etwas hervorgerufen, wie der eingerostete Zocker. Weil früher, genau so habe ich früher MW2 gezockt. Was meint ihr, warum ich von 3 Jahren Ausbildung 2 Jahre Krankheit habe? Nehmt euch da kein Beispiel dran, aber lag nicht daran, dass ich krank war. Vielleicht hatte ich die Zockerkrankheit, ja, man weiß nicht ganz genau. Und ja, mir fehlen so ein bisschen gerade die Worte. Ja, ich habe 3 Grüne, aber ist in Ordnung. Mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, wie ich es umschreiben soll. Ja, moin. Sagen wir es einfach mal so. Es gibt viele Spiele, die mir gut gefallen haben. Wie zum Beispiel The Last of Us, die God of War Teile. Es gibt viele nice Spiele, so ist nicht. Aber so ein Last of Us, lass mich jetzt mal lügen, wie lange zockt man da an der Story? Lass drauf ankommen, 6-7 Stunden, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. So, und dann war es das aber auch schon wieder mit dem Spiel. Und PUBG kannst du halt einfach, ja, da gibt es keine Grenzen. Ich könnte nochmal auf Krampf gucken. Gestern im Livestream hatte ich 130 Spielstunden ungefähr. Heute habe ich auch schon wieder ein paar Stunden gezockt. Lass es mal 135 Spielstunden sein, die ich einfach, Freunde, in 2,5 Wochen gesammelt habe. So viele Spielstunden hatte ich insgesamt in den neuesten COD-Teilen von den letzten 3 oder so. Wisst ihr, wie ich meine? So, Lifestyle-Platz ist da. Wir machen auf geschickt. So, zack. Ah, ach ja, na klar. Na sichi, Digga. Na komm, auf Krampf noch den Lifestyle-Platz. Für, oh. Ach, Mann. Ja, nochmal den Sexplatz. Ne, ja, moin, 5. Was war 5 nochmal für den Platz? Keine Ahnung. Ich würde sagen, eine Runde machen wir noch auf ganz entspannt. Macht auch Laune, so ist nicht. Aber die Aufreger jetzt gerade wieder, die fucken mehr ab als sonst was. Naja, ist auch scheißegal. Neue Runde, neues Glück. So, Freunde, neue Runde und letzte Runde. Let's go. Wie gesagt, versuch auch... mal zu schauen, dass sonntags trotzdem irgendwie Mario Kart kommt. Selbst wenn ich eine Runde Solo spiele, sind wir ehrlich, ist kein großer Aufwand, ein Video für euch hinzuhauen. Wer bis jetzt, bis zur letzten Runde geschaut hat, schreibt mir mal YouTuber in die Kommentare. Also Hashtag YouTube. Und dann schreibt ihr mir den YouTuber dahinter, mit dem ihr mal gerne sehen würdet, mit dem ich gegen den ich Mario Kart zock. Aber die Leute von PietSmiet beispielsweise könnt ihr weglassen, die haben keine Lust zu antworten, ist ja auch in Ordnung, die ziehen ihr Ding durch, habe ich kein Problem mit, aber ich laufe da nicht hinterher, wie eine Schlampe. Ansonsten könnt ihr mir gerne jeden anderen YouTuber in die Kommentare schreiben. Mir fallen gerade auch nochmal spontan ein paar ein, aber ihr seid gefragt, nicht ich. So, hinter mir,
Supi, eine Tröte. Ey, hier, bleib mal stehen. Ja, Moin hat nicht getroffen, oder was? Hey Mann, warum ist der... Oh, wie ich an dem Geschenk vorbeigefahren bin. Mit meinen scheiß Rentnerhänden. Au! Oh, jetzt habe ich meine Hände beleidigt, jetzt haben sie mir Karma gegeben. So, komm. Zack, zack. Drei Pilze. Nice, Kipo. So, rein in Eurer. Zack, zack. Boom. Bam. So. Jetzt hier nochmal ersten, zweiten. Wäre schon edel. So als kleine Verabschiedung. Und ich war niemals weggefühlt. So. So. Das Zweiergeschenk ist da. Komm her. Zack, zack. So, ja. Klasse. So, da haben wir uns schon mal den dritten gesneakt. Hinter mir drei grüne. Der dahinter hat eine rote. Oh, er hat mir die grüne weggesniped. Mann, im Ohr, Digga, der hatte doch Banane. Warum bin ich da nicht ausgerutscht? Ey, ich will mich nicht beschweren. Mach nicht diesen jetzt. Sieht doch ganz gut aus eigentlich bis jetzt. Der mit den Bananen geht mir auf den Sack. Ja, moin. Ah. Was ist das für eine letzte Runde? Absolut intensiv. Wie mein Sexualleben, Kipo. Ey, was soll das denn jetzt? Ja, fick ihn mit der roten. Komm, fick ihn mit der roten, fick ihn mit der roten, fick ihn mit der roten. Ich brauche die zwei Geschenke auf Krampf. Nice, 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 komm. Mach jetzt nicht diesen. Oh, das sieht gut aus. Die kann ich noch gut gebrauchen. Guck mal hier. Guck mal, guck mal, guck mal. Ehrenbruder in... Oh Mann. Na egal, scheiß vom Zweiter. Ist in Ordnung, Digga. Den ersten hätte ich noch fast geholt. Aber passt auf jeden Fall. Ich würde sagen, lasst euch gut gehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In dem Sinne sage ich Wiederschauen und reingehauen.